So, was haben wir denn hier? Dieselbart, Eisenauge und seine fünften. Wie ist das möglich? Ihr seid es wirklich, oder? Wir sind die Letzten der Fünften. Wir trotzen den Horden des Bösen seit dem Niedergang meines Reiches. Damals fielen wir gegen die Albe und wurden durch das tote Land zurück ins Leben gebracht. Doch anstelle ihm zu dienen, stellten wir uns gegen es. Wir zogen uns zu Esse zurück, dem Heiligsten, was unser Stamm besitzt, und verteidigten sie für 1000 Zyklen. Aber es ist nur ein kleiner Sieg nach einer großen Niederlage. Gut, ich habe nie gehört, dass sich jemand lange dem Toten und lang wiedersetzen konnte, oder? Ich danke euch für eure Hilfe. Nehmen wir mal ruhig erstmal Dir eins. verspürt keinen Hass gegen andere Zwerge oder alles Leben? Du bist dem alten König und seinen Männern dankbar. Aber du hast erlebt, welche Macht das tote Land auf jene ausübt, die es einmal in seinen Fängen hat. 1100 Zyklen reichen aus, um den Hass in sich zum Schweigen zu bringen. Du blickst dem legendären König ins Gesicht und kannst keine Lüge erkennen. Doch auch keine Freude, keine Hoffnung, kein Leben. Nur Traurigkeit und den unbändigen Trotz der Zwerge. Gut, und dann sagen wir mal, ich danke euch für eure Hilfe. Ich danke euch für die Hilfe. Ohne euch wäre es das Ende unserer Reisegruppe gewesen. Lange beschränkten sich die Kreaturen darauf, uns zu bewachen. Doch seit einigen Sonnenumläufen versuchen sie, die Esse zu erobern. Eure seltsame Reisegruppe ist vermutlich der Grund für ihr Verhalten, oder? Wir sind Vertreter der Ersten, der Zweiten und der Vierten. Begleitet werden wir von unseren Freunden und der Maga Andokai der Stürmischen. Es steht schlecht ums geborgene Land. Die magischen Barrieren, die das tote Land Jahrhunderte in Schach hielten, sind zerstört. Ein Magus namens Not-On kontrolliert die Magie und er kann nicht getötet werden. Nicht mit einer normalen Waffe. Die Esse Drachenbrodem. Können wir sie entzünden? Nein. Aber nur in ihr können wir die Feuerklinge schmieden. Die einzige Waffe, die Not-On bezwingen kann. Die Esse kann nicht entzündet werden, weil sie nie erloschen ist. Sie brennt heiß und hell wie immer. Vrakas muss gewusst haben, dass wir sie eines Tages noch dringend brauchen würden. Legt euch hin und ruht euch aus. Das Portal wird nicht fallen, dafür sorgen wir. Genehmigt euch so viel Schlaf, wie ihr benötigt, und dann macht euch ans Werk. Das klingt nach einer guten Idee, weil wir sind sehr, sehr angeschlagen. Gut. Sieht doch einigermaßen gut hier aus, würde ich mal sagen. Alle sind es auch endlich wieder hochgeheilt, weil das war ja echt grausam. So. Wir haben neue Skills. Können wir so lassen. Was haben wir denn hier jetzt? Okay. Überzeugen, okay. Hier können wir uns was aussuchen. Ich glaube, wir nehmen das, oder? Oder erscheint hinter einem Gegner und fügt ihm Schaden zu. 75% Wahrscheinlichkeit, zum nächsten Gegner zu springen. Bis zu 10 Gegner. Ich glaube, wir versuchen es erstmal das hier, dass der dann an unserer Seite kämpft, sozusagen. So. Was machst du so Schönes? Granatwerfer. Eieiei. Wird ja immer interessanter hier. Okay, den behalten wir auch mal. Was hier mit? Brennender Pfeil. Okay. So, wir haben ordentlich Proviant gefunden. Wir haben ein Stärke-Elixier gefunden und Gold.
Gut. Wir haben keine Verletzungen mehr. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kann ich denn jetzt wieder speichern? Jetzt können wir endlich wieder speichern. Hurra. Ach, traumhaft. So. Speichern wir direkt. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben irgendwie was niedergeschrieben. Hauptaufgabe zu dem fünften. Die Festung der fünften. Quest ist beendet. Na siehst du, sehr schön. Die Feuerklinge wird rein theoretisch noch nicht beendet sein, weil die müssen wir ja erstmal noch herstellen. Elbische Experimente kennen wir auch schon. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns dann mal hier um. Und schauen dann gleich mal, wo die Reise hingeht. Bin ich mal sehr gespannt. Bin gleich wieder da. So, da sind wir auch schon wieder. Dann wollen wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen umgucken. Bei den fünften. Oder bei den ersten. So. Ja, wir können ja erstmal hier mit den ganzen Leuten schnacken. Als du dich Namora näherst, massiert sie sich gedankenverloren das Handgelenk. Sie hat ein Armband aus Tionium beigesteuert, um die ungewöhnliche Legierung der Feuerklinge zu vervollständigen. Das Armband war ein Geschenk meiner Mutter, das mich gegen die Kräfte des Guten schützen sollte. Naja, da ich nun anscheinend auf der anderen Seite stehe, habe ich sowieso keine Verwendung dafür. Hoffentlich wirst du nicht zu gut. Die Feuerklinge kann nur von einem Feind der Zwerge geführt werden. Du lächelst sie aufmunternd an und sie erwidert deinen Blick. Ihr beide wisst, dass Albert immer die Feinde der Zwerge bleiben werden. Ja, das mag alles wohl so sein, ne? Gut, schnacken wir mal mit ihm hier. Du wirkst bedrückt. Sollen wir ein paar Schweineschnauzen durch das Tor lassen? Du erwartest eine prompte Reaktion, doch Boindil schweigt für mehrere Augenblicke. Ich habe darüber nachgedacht, welche Weitsicht Frakas besaß, als er so viele verschiedene Leute zusammengebracht hat. Jeder wird dazu beigetragen haben, die Feuerklinge zu schmieden. Ohne dich wären wir niemals aufgebrochen. Ohne die Handwerker könnten wir sie nicht herstellen. Ohne den Schauspieler wären wir nicht lebend durch die Schweineschnauzen gelangt. Und das Spitzohr wird die Feuerklinge letztlich gegen das Böse führen. Wir sind die beste Truppe für diese Expedition. Die einzige Truppe, der es gelingen könnte. Du hast dich und deinen Bruder vergessen. Ihr habt uns Wege durch die Reihen der Feinde gebahnt, wo andere aufgegeben hätten. Boindil nickt dir zu, schon wieder halb in Gedanken versunken. Ja. Seinem Bruder, den geht's ja noch nicht so gut. So, wir können hier irgendwas betrachten. Du bist lange mit Jerun gereist. Doch weißt du immer noch nicht, was sich hinter der Maske verbirgt. Je länger du ihn betrachtest, desto mehr glaubst du, ein schwaches Leuchten hinter dem Stahlgesicht zu sehen. Du klingst, als ob du es wüsstest. Als ich noch klein war, erzählte mir meine Mutter von einem Wesen. Dem König unter allen Geschöpfen Tions und Samusins. Es ringt mit den Starken und vernichtet die Schwachen und Unfähigen. Seine Augen sollen blau-violett leuchten und sein Anblick reicht aus, um die Schwächsten davonlaufen zu lassen.
Alle fürchten ihn, den Sohn Samusins. Du bist dir nicht sicher, ob sich die Maga einen Scherz erlaubt. Würde sie wirklich mit dem Sohn ihres Gottes reisen? Mit einem vielsagenden Lächeln lässt dich die Maga allein. Tungdil, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wenn ihr hier raus seid, dann richte Boindil aus, dass ich ihm seine Tat vergebe. Das wird er mir nicht glauben, du solltest es ihm selbst sagen. Die Zeit ist noch nicht reif. Sag ihm einfach, ich hätte verstanden, dass er meine Schwester ebenso liebte wie ich. Ich habe es gehasst, sie zu verlieren. Also hasste ich den, der die Axt führte. Aber ich will nicht mit Hass auf ihn sterben. Dein irritierter Gesichtsausdruck lässt den Steinmetz weitersprechen. Ich zog aus, um ein ruhmreiches Ende zu finden. Es ist soweit. Ich werde hierbleiben, wenn ihr weiterzieht, und euch den Rücken decken. Dir gefällt der Gedanke nicht, einen weiteren Gefährten zurückzulassen. Du willst ihn umstimmen, doch du kommst nicht zu Wort. Versuche nicht, mich umzustimmen. Meine Entscheidung fiel vor etlichen Umläufen. Danke, dass ich meinen Wert beweisen konnte, Tungdil Goldhand. Ja, bitte, bitte. Gut. Ohne zu zögern hat er sich gegen den Ork gestellt, obwohl er genau wusste, dass er ihm nicht gewachsen war. Wie kommt ihr voran? Als du dich Gandogar näherst, der die Arbeiten Goimgars übernommen hat, legt der König die Edelsteine müde beiseite und knackt mit den Fingern. Er scheint froh über die Unterbrechung, braucht dann aber einige Momente, um die richtigen Worte zu finden. Als du dir Goimgar wähltest, freute ich mich, weil ich zu wissen glaubte, wie sehr er ein Künstler und wie wenig er ein Krieger wäre. Er hat bewiesen, dass er mehr Zwerg war, als ich annahm. Was hast du vor, wenn das hier vorbei ist? Willst du noch immer gegen die Elben in den Krieg ziehen? Du nickst. Du betrachtest den König und stellst eine Frage, die dich beschäftigt, seitdem ihr euch wieder getroffen habt. Willst du noch immer gegen die Elben in den Krieg ziehen? Der Verrat der Elben ist absolut. Sie sind schuld am Untergang der Fünften und am Tod meines Vaters und Bruders. Ich kann ihnen niemals vergeben. Der müde und leicht wehmütige Ausdruck im Gesicht des Königs wird hart. Der Verrat der Elben ist absolut. Sie sind schuld am Untergang der Fünften und am Tod meines Vaters und Bruders. Ich kann ihnen niemals vergeben. Es gab keinen Verrat durch die Elben. Ich bin Glandalin Hammerschlag aus dem Clan der Hammerschlags und war im Gegensatz zu dir an diesem trüben Tag dabei, als der steinerne Torweg durch Verrat eines Zwerges fiel. Eines Zwerges? Es war Glamdolin Starkarm aus dem Clan der Starkarme, der die Losung zum ersten Mal nannte und die Riegel öffnete. Er wartete schon sehr lange auf die Gunst des Augenblicks. Er schlich sich vors Tor und gab das Land den Horden preis. Er war es auch, der den Albäh zuvor einen geheimen Pfad in unsere Stollen wies, um uns hinterrücks anzugreifen und mit einem rätselhaften Fieber zu vergiften. Ich verstehe nicht. Er war ein Dritter, ein Zwergentöter, der sich in unseren Stamm einschlich und sich voller Schleue maskierte, um uns in unserem geschwächten Zustand dem Untergang zu weihen. Er starb durch meine Hand, aber er erhob sich wieder durch die Macht des toten Landes und nannte die Losung ein zweites Mal. Hörst du, es waren nicht die Elben, sondern ein Zwerg, der geschickt im Verborgenen arbeitete. Wie sehr vertraust du Bisli Pur und seinen Beweisen, wenn hier ein Zwerg steht, der selber dabei war? Hörst du? Es waren nicht die Elben, sondern ein Zwerg, der geschickt im Verborgenen arbeitete. Wie sehr vertraust du deinen Beweisen, wenn hier ein Zwerg steht, der selber dabei war? Du hast Gandogar etwas zum Nachdenken gegeben, auch wenn du den Namen Bisli Pur, den Namen seines Beraters, nicht in den Mund genommen hast. Okay, so, schauen wir uns mal weiter um hier. Hier konnten etliche Schmiede gleichzeitig an Meisterwerken der Schmiedekunst arbeiten. Die Fünften galten immer als die besten Schmiede. Und du kannst dir kaum vorstellen, was auf diesen Ambossen an legendären Werken geschaffen wurde. Gut, gut, gut. Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir mal hier hoch. Haben wir schon mit ihr geschnackt? Ich glaube, ja. Der Magister Technicus schaut von seiner Arbeit auf. Ah, Tungdil, schau, was ich entdeckt habe. Hier, an den Wänden des Schlots gibt es schmale Stufen und weit oben kann man blauen Himmel sehen. Sehr gut. Das könnte unser Weg hier raus sein, sobald die Feuerklinge fertig ist.
Okay. So. König Giselbart Eisenauge. Ich kann auch immer nicht glauben, dich persönlich getroffen zu haben. Meine Zeit ist lange vorbei. Erzählt man sich noch viel von mir? Du überlegst für einen Moment, wie du antworten sollst. Viele geben den Fünften und damit ihrem Stammvater die Schuld daran, dass sich die Geschöpfe Tions und das Tote Land breit machen konnten. Dein Name ist nicht vergessen. Du überlegst für einen Moment, wie du antworten sollst. Viele geben den Fünften und damit ihrem Stammvater die Schuld daran, dass das Tote Land so weit vorgedrungen ist. Dein Gegenüber nickt nur, kaum merklich. Die Bestien bereiten sich auf einen Angriff vor. Dein Gegenüber nickt nur, kaum merklich. Du schaust zu den massiven Türen aus Eisen und Bändern, die von den Runen eures Gottes zusätzlich geschützt werden. Wie lange haben wir? Du schaust zu den massiven Türen aus Eisen und Bändern, die von den Runen eures Gottes zusätzlich geschützt wurden. Lang genug. Wir werden die Tore halten, solange es nötig ist. Ja, das hört sich gut an. Du betrachtest Balindes schwitzende Haut, ihre Muskeln und ihr Haar. Als dir klar wird, was du tust, stammelst du... Kann ich irgendwie helfen? Ich glaube, der Knoten hat sich gelöst. Sie deutet hinter sich mit einem leichten Nicken. Sie lächelt dich strahlend an. Danke für die Hilfe. Du fühlst, wie du bei ihrem Lächeln dahinschmilzt, wie das Eisen in der Esse. Natürlich nicht zu danken. Shaker, Shaker. Shaker, Shaker. Haltet sie auf, bis wir die Axt geschmiedet haben. Hey, ich hab doch noch gar nicht alle Leute durchgeschnackt hier. Ach, jetzt geht schon wieder mitten in den Kampf. Och, ich hasse das. Aber gut, unsere Truppe ist ja wieder hochgeheilt. Gut, wir werden auf jeden Fall sie hier nehmen, weil sie ist ganz gut am Start. Genau, sie kann das ruhig behalten. Hier nehmen wir hier die Blechbüchse auch nochmal mit rein. Und dann nehmen wir ihn einfach mal. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, von wo kommt die Meute denn? Ah ja. Töte alle Eindringlinge. Ja, wir sollen also alle Feinde töten und das Tor schließen. Eindringlinge haben wir nur 14. Gut, müssen wir mal gucken, über das Tor zu kriegen. So, erstmal würde ich sagen, sammeln wir mal unsere Truppe. Mhm. So. Vielleicht bringt's was. Gut. So. Magie braucht ihre Zeit. Ich glaube, das wäre cleverer, erstmal zu versuchen, das Tor dicht zu machen, weil das werden ja Feinde technisch gesehen eigentlich immer mehr, ne? Rein obligatorisch gesehen. So. Die Frage ist natürlich, wie schließen wir das Tor? Gibt es hier irgendwo ein Mechanismus? Da müssen wir hoch. Auf den Weg. Und ich hab nicht mal ernst gemacht. Sofort. Was für eine Zeitverschwendung. Gut. Das Ding ist zu. Sehr schön. So, jetzt muss ich mal eben meine Truppe sammeln. Versuchen wir sie mal da runter zu kicken. Ich hab nicht mal ernst gemacht. Gut, das klappt ganz gut. Hauen wir mal kurz eine Heilung raus. So, am besten kurz sammeln. Sammeln, sammeln ist immer gut. Wo ist die Blechdose denn? So. Jetzt bin ich aber gespannt.